unter freiem Himmel am Kirchenplatz in Gießen Fronleichnamsfeier mit rund 600 Katholiken. Fronleichnam, erinnere an das vielleicht wichtigste Vermächtnis Jesu, hob Hermann Heil, Pfarrer der Gießener St. Albertus Gemeinde hervor. Lasst uns beten. Und auch sei Fronleichnam eine Bekenntnisfeier, fuhr Pfarrer Heil fort. Wir bekennen uns damit, dass in unserer Mitte Jesu Christi wohnhaft ist, wenn wir ihm zum Gedächtnis das Brot brechen, wie er es getan hat. In der anschließenden Fronleichnamsprozession marschierten die Besucher der Feier zur Kirche St. Albertus in der Nordanlage zum abschließenden Segen, wobei Kaplan Oliver Neumann in einem Schaugefäß der sogenannten Monstranz ein geweihtes Stück Brot mit sich führte und vor dem Aufgang zur Kirche St. Albertus ein prächtiges Blumenbild durchschritt.